So I was before. I think it was important that I share my opinion. Mark Wilmots also shared his opinion. And in this moment, I think it was the feeling to go out and to let the players speak to each other. Because, you know, sometimes when the staff is in the dressing room, the players, they don't want to speak because the staff is there. So that's why we go out. And I think it was needed that the guys speak to each other. They put what they think about each other, about the team, about all the topics which were a topic in the dressing room. So it was an important meeting. War deine Ansprache so, dass du sie ein bisschen gepiekst hast, dass du sie ein bisschen gefordert hast, dass so eine Aussprache entsteht? I didn't want to speak myself for 15 minutes because I do already a lot of times. So it was the idea that the players speak because they have a lot of answers in their minds. So it was the most important that they share their emotions, their feeling, and more important to find a solution. Ja, dann fasse ich mal beide Antworten zusammen. Es ist ja bekannt, dass er und Mark Wilmots zunächst auch an der Aussprache teilgenommen haben, dass sie beide ihre Sichtweisen dargelegt haben. Das war ihm auch sehr wichtig. Und dann hatte er das Gefühl, dass es besser ist, die Spieler untereinander sprechen zu lassen. Denn manchmal, wenn der Staff da ist, dann ja, sind die Spieler etwas gehemmt. Es war nötig, dass sich die Spieler zu allen Themen, die es gerade so gibt, die Meinung sagen, dass sich jeder die Wahrheit ins Gesicht sagt. Und natürlich war es die Idee, dass sie in den Austausch kommen und dann gemeinsam Lösungen finden. Wir machen weiter mit Andreas Ernst für die WAZ. Hallo Karel, zwei geteilte Frage. Erstens, hast du denn das Gefühl, dass sich durch die Aussprache die Trainingsarbeit verändert hat? Wirkt die Mannschaft anders im Training als sonst? Und zweitens die Personalfrage natürlich, alle sind fit. Heißt das, dass Hassan Ouedraogo am Freitag schon im Kader stehen kann? I will start with the squad. Normally we always start with the squad. So everybody is fit, only today Toby Moore was sick. So he was not there, for the rest all the players are fit. Hassan Ouedraogo is making his steps. The game for Friday is too early still for him, but I repeat, I think he also see it in the training. He is step by step coming back on a good level, so we are making his journey better and better. So I see the training today, I see a good group, but at the end I think we will have the real answer Friday against St. Pauli, what was the outcome of all the speak last days. Ja, dann einmal obligatorischen Personal. Er sagt, alle Spieler sind fit, abgesehen von Toby Moore, der heute krank war, und angesprochen auf Hassan. Er macht seine Schritte nach vorne, allerdings kommt Stand jetzt das Spiel am Freitag für ihn zu früh, ist aber insgesamt sehr glücklich mit den Fortschritten. Und zum Training, das er gesehen hat, er sagt, er hat eine gute Gruppe gesehen. Am Ende des Tages werden wir aber erst am Freitag beurteilen können, wie viel wirklich dabei rumgekommen ist, wenn wir die Antwort auf dem Platz sehen. Toni Lieto für den Kicker. Ja, hallo. Karel, ich würde gerne trotzdem noch mal auf die Aussprache zurückkommen. Mich würde da einfach interessieren, wie ist denn da grundsätzlich die Stimmung? Wie ist die Atmosphäre? Paul Seguin hatte ja gesagt, nach dem Spiel in Magdeburg, er hofft, dass es jetzt ordentlich mal knallt. Wie sehr haben sich die Spieler tatsächlich die Meinung gegeigt? Also auch in der Lautstärke meinetwegen, das, was du mitbekommen hast. Und hast du das Gefühl, sie haben Antworten und Lösungen gefunden, die sie jetzt auch dann umsetzen können? Yes, I think yes. I think what they said in the dressing room was important to put it out of your body. And more important for me always is that what do we do with this information? Do we find a solution, analyzing? That is for me one of the most important things. And I have the feeling in this moment that it was good. It was needed that the players spoke with each other. But I will repeat my answer. We will see the truth on Friday against St. Pauli. If the team is stick together, if they came closer together because of this meeting. Er sagt, ja, er hat das Gefühl, dass Antworten und Lösungen gefunden wurden. Grundsätzlich war es sehr wichtig, alles auszusprechen und sich auch die Meinung zu sagen. Ja, wichtig ist, dass das Team zusammenbleibt, und er wiederholt sich. Die Antwort werden wir dann, also wie viel es wirklich gebracht hat, werden wir am Freitag auf dem Platz sehen. Norbert Neubaum fürs Medienhaus Bau und die Recklinghäuser Zeitung. Hat denn die Aussprache auch irgendwelche Auswirkungen, die man ganz konkret am Freitag sehen wird? Ich hatte jetzt gelesen, dass die Mannschaft jetzt mit der Taktik, die in Magdeburg gewählt wurde, jetzt auch wieder nicht so ganz zufrieden war, dass man doch vielleicht wieder lieber Viererkette spielen würde. Reagieren Sie da drauf oder ziehen Sie jetzt Ihr Ding einfach durch?
To be honest, it were my players who came to me and said, "Coach, what is this for bullshit?" in the newspaper, because I spoke with a lot of players Wednesday, Thursday, Friday about the idea that I have for the game in Magdeburg, and not one player said to me, "Coach, I'm not agree." Not one player. So they were also so surprised that this fake news was in the media. So no, I didn't react on this because it was not true. Ja, er sagt, er hat mit seinen Spielern Mittwoch, Donnerstag und Freitag über die Ideen gesprochen, wie in Magdeburg gespielt werden soll. Und keiner der Spieler hat gesagt, dass er damit nicht einverstanden ist, anders als es teilweise in den Medien zu lesen war. Und deshalb wird er jetzt auch nicht darauf reagieren, sondern seinen Stil weiter durchziehen. Toni Leto für den Kicker. Du hast die Taktik gegen Magdeburg in der Halbzeit gewechselt. Ja. Wie wird jetzt die Taktik gegen St. Pauli sein? I will speak with my players about the tactic. And you will see on Friday. But you can sleep good. I will always make a game plan. It's for me. It's the most important. Don't be afraid that I just go home. I go on Friday at 6:30. I put 11 names on the board and say, guys, have a good game. No, there is an idea behind in what we are doing. Ja, er sagt, wie immer wird er natürlich erst mit seinen Spielern die Taktik besprechen und dann werden wir am Freitag sehen, was dabei rausgekommen ist und wir sollen uns keine Sorgen machen. Es gibt einen Matchplan und der ist nicht zufällig zusammengestellt, sondern er wurde sich im Vorfeld ausgiebig mit befasst. Andreas Ernst für die WAZ. Wenn alle im Kader dabei sind, mir fällt auf, dass immer noch die drei U23-Spieler dabei sind, Castelle, Van der Sloot und Kaparosch. Warum bekommen die nie eine Chance? Weil schlechter als die, die auf dem Platz gestanden sind, können sie es auch nicht machen. Gerade Van der Sloot auf der rechten Seite, warum kriegt der keine Chance? Kaparosch hast du im Trainingslager sehr gelobt für das, was er gezeigt hat, war bisher nicht mal im Kader. Warum ist das so? Yeah, because it is my decision. I see that the guys have talent. They have good things. I also see in the games that the players show good things. I also see that that last game there were not so good things. Also in the game was not so good defending in moments, individual but also collective. I all see these things. But I have a squad of 26, 27 players. So I have more options than only the young guys. So, but I of course I think about them to give them in one moment a chance. I don't tell you it will be Friday, but in one moment yes. Ja, die Frage nach den U23-Spielen. Er sagt, das ist meine Entscheidung und sie haben natürlich unbestritten alle Talent. Ich habe viele gute Dinge von ihnen gesehen. Klar kann man jetzt sagen, im letzten Spiel hat es Spieler gegeben, die sich nicht so gut präsentiert haben. Einzeln oder auch im Kollektiv haben wir es nicht gut gemacht. Insgesamt hat er aber 26, 27 Spieler zur Verfügung. Das heißt, er hat sehr viele Optionen. Er denkt aber auch an die U23-Spieler und sie werden ihren Moment bekommen, was jetzt nicht heißen soll, dass das unbedingt schon am Freitag ist. Machen weiter mit Noah Friedmann für die Bild auf der anderen Seite. Ja, hallo. Braunschweig, Wiesbaden, jetzt gegen St. Pauli. Bei den Heimspielen war zuletzt ja immer ziemlicher Druck drauf. Wie geht die Mannschaft damit um? Können Sie der Mannschaft da was mitgeben, dass man vielleicht mit ordentlich Selbstbewusstsein reingeht? Yes, it is a little bit all the time the same scenario that when we have a home game, we come out of a lose of the away game. It is like we all know the situation. There is big pressure for Friday, we know, but on the other hand, it is a nice game. We play against the number one, the guy, the team with the most goals, with the most chances, the best passing. They have so many good things. For me, it's the best team in the second Bundesliga. So in this moment, I think it is the best opponent to play against because it is the biggest challenge that we can have together. Ja, er sagt, wir kommen wieder aus demselben Szenario. Wir haben vorher verloren. Wir kennen inzwischen die Situation. Wir wissen, dass ein großer Druck auf dem Spiel herrscht. Er freut sich aber trotzdem auf das Spiel. Er sagt, wir spielen gegen das beste Team der zweiten Liga. Es wird ein super Spiel und es kann eigentlich kein besseres Spiel geben, weil das gerade jetzt die größte Herausforderung für uns ist. Andreas Ernst für die WAZ. Denkst du darüber nach, auch mal Kaminski eine Pause zu geben? Du hast zum Beispiel Derry Merkin auf der Bank, der auch diese linke Innenverteidigerposition, egal in welchem System spielen kann. Henning kann Innenverteidiger spielen, Greimel kommt irgendwann zurück. Ist der Zeitpunkt gekommen, an dem Kaminski auch mal eine Pause bekommt? Er war ja zuletzt nicht so gut in Form.
This is something I will think for myself, and I will always discuss with my players. I will not do it in the let's say publicly, but when the performance individual and collective are not good, I always think about other solutions. It was in the past, so it will be today the same. Er sagt, wie immer wird er das nicht öffentlich besprechen, sondern erst mit den Spielern. Aber natürlich, wenn die Performance eines Einzelnen oder auch im Kollektiv nicht gut ist, da muss man natürlich nach Lösungen schauen. Das macht er aber so oder so. Dirk Große-Schlamann für Sky. Ich muss noch mal über Dominik Drexler sprechen, weil wir haben gestern mit Simon Terodde gesprochen, der gesagt hat, in der jetzigen Situation, es sind schon einige Spieler, die mit der Situation nicht so klarkommen. Er glaubt, dass es jetzt wichtig wäre, dass Spieler spielen, die die Situation kennen, die die Erfahrung haben, die ja, damit umgehen können. Ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster. Ich glaube, er meint damit Dominik Drexler. Ist es? Ich weiß, dass er im Training nicht das anbietet, was du sehen möchtest. Trotzdem ist das vielleicht jetzt so eine Situation, wo man als Trainer auch mal ja, dann das zur Seite schieben muss und sagen muss, er hilft uns aber in dieser Situation durch seine Erfahrung. Yes, I think I know all the opinions about everyone, about a lot of things, but for me, in this moment today, especially what is said in the dressing rooms, I need my whole squad. I need my players, my 11 players, my 20 players, my 26 players. If you play, if you don't play, you can always give your experience on the field, off the field. For me, it is sometimes not, let's say, not important if you play or you don't play. But I want that you give all your energy to the team, to help the team. If we don't do it together, then it will be difficult. So, voilà. Er sagt, er kennt all die unterschiedlichen Meinungen und für ihn ist es wichtig, er braucht jetzt seine 10, 11, auch 26 Spieler, er braucht alle und jeder kann immer seine Erfahrung einbringen auf und neben dem Platz und wichtig ist, dass jeder seine Energie zu 100% ins Team steckt, denn es geht nur zusammen. Toni Jeto für den Kicker. Auch wenn du deinen Matchplan nicht verrätst, dieser Matchplan muss ja beinhalten, dass ihr defensiv stabiler steht endlich und offensiv endlich effektiver werdet. Wie kannst du als Trainer das erreichen? Yeah, by all the time analyze what you see in the games, on the training. You must continue to believe and to work, because we all see in this moment we are struggling to find the good balance, like in Magdeburg, where we want to put a strong block. The block was there, but we were not defending aggressive enough in the block. The goals that we take was too simple. I think that the goals they scored, it was not their one against one with Müller. It was really they can shoot between two, three players. So they are in good positioning, but if you don't defend like a defender, strong, aggressive to the ball, then it will be difficult. On the other hand, offensive, if you give the job to go forward when you have the ball, to believe when you go forward, we also did it well. So we need to find the solution for this, and that is now my job together with the team to find this. And we have a big challenge on Friday, and I am really full of energy to give this to the team. And the team